So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate. Wir machen heute weiter mit unserem kleinen Projekt hier. Und schau mal, was heute als nächstes anfällt. Überhaupt so als nächstes anfällt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe Assetto Corsa eingestampft. Das Spiel wird es nicht weitergeben. Es ist so, es frustriert mich so. Es macht mir gerade einfach keinen Spaß. Und ja, da habe ich dann immer einfach, okay, wir drauf. Ich guck mal, was ich dann sehe, ob ich nochmal irgendwas mache, was anderes mache. Die Tage oder habe ich dazu später mal dazu komme. Jetzt fehlt mir gerade so ein bisschen die Zeit dafür, auch vor allen Dingen. Jetzt auch groß irgendwie was rein, aber ich habe viele Termine, die habe die Woche. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu sagen, ein Projekt erstmal zumachen. Ist klar, es ist das 14-Uhr-Projekt. Da am Wochenende Formel 1 bleibt unangetastet, aber das wird jetzt heute erstmal. Bleiben wir jetzt erstmal dabei. Ich denke, vielleicht ist es so besser. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann will ich mich doch da nicht durchquälen. So, weiter geht's heute mit, wie gesagt, Assassin's Creed. Ich guck mal gerade, was wir auf der Karte so haben an anderen Aufgaben. Die Thames haben wir erobert. Hier unten haben wir ja auch alles mittlerweile zu, ne? Was haben wir denn hier oben? Was haben wir aber für ein Level? 5? 6? Okay, dann machen wir da oben weiter mit der Aufgabe. So, haben wir da irgendwo einen Schnellreisepunkt? Nee, ne? Haben wir da irgendwo was zum... Warte mal, hier oben ist noch was, ne? Ach, das ist ja... Ja, da ist noch ein bisschen was an Aufgaben. Ja, alles gut, das kriegen wir noch nicht ganz hin. Das machen wir dann, wenn wir wirklich Level 6 sind. Wenn wir Level 6 sind, machen wir nämlich auch die Bossfight. Okay, dann müssen wir tatsächlich da zu Fuß hin. So, ich muss mich jetzt gerade wieder ein bisschen reinfuchsen. In Assassin's Creed. Ach was, du wirst gar nichts machen, mein Freund. Warte mal, wir machen das sogar noch. Warte mal, da muss irgendwo, hat er gesagt, das ist ein Anführer, ne? Gerade will ich mal kurz nur orientieren. Aber wo finde ich die Speer? Da unten. Da sind ein paar Gegner, das ist klar. So, dann machen wir mal ganz in Ruhe hier so ein paar Gegnerchen weg. Ich habe jetzt 4 von 12 insgesamt. Tschüss.
Ja. Ach. Dann, ne? Dann hole ich den Jungen so. Da holen wir unseren Freund hier so. Jetzt orientieren, wo ich die anderen zwei habe. Über deine Verteidigung brechen. So. Erledigt. Gangquartier abgeschlossen. Ich werde dran in einen Versteck suchen, das haben wir gut gelöst. Habe leider den Anführer nicht unbedingt getötet, aber dafür gibt es ja wieder ein bisschen, trotzdem ein bisschen Erfahrungspunkte. Ne? So. Dann fangen wir schon mal damit an, das erste Teilgebiet von der City of London zu erobern, weil dann, wie gesagt, die Themse und was da drunter ist, das haben wir ja schon alles abgearbeitet. Nein, nicht ganz. Es fehlt halt immer noch dieser Zauspark. Fight. Insgesamt. Was machen wir noch? So. So, ich bräuchte mal einen Käufer. Haben wir nicht irgendwo hier meinen Käufer? Weil ich muss mal dringend mal meine Vorräte wieder auffüllen. Also zumindest mal... Was ist das Schiff, was zu sagen? Da hinten? Also, uns fällt... Der ist auf jeden Fall ein Feind. Ah, Fracht stehlen. Okay, nehmen wir mit. Geld. Sollen sich die Krokodile drum kümmern. Ist doch irgendwas Interessantes hier? Nö, ne? Eigentlich nicht. Ich habe jetzt einfach nur mal einfach so Spaß jetzt mal gerade noch schnell das Schiff da leer gemacht. Wer weiß, wofür wir es brauchen können am Ende, ne? Oh, Entschuldigung, naja. Aber ich bräuchte trotzdem immer noch einen Käufer. Also die Polizei lasse ich jetzt gerade noch ein bisschen in Ruhe, weil... Ja, wer weiß, was es am Ende... aus meiner Sicht zu sagen. Komm, wir lassen einfach mal die Polizei ein bisschen... Ja, solange sie uns jetzt nicht auf den Sack gehen, solange wir nichts anstellen, denke ich mal, das ist kein Problem. Hier haben wir ja schon mal... Hier waren wir auch schon mal, ne? Weil ich muss eigentlich, will ich ja rüber, dass die Aufgabe da lösen.
Weil nach und nach die ganzen Missionen jetzt zu machen, wäre super. Und so schneller kriegen wir zumindest ein bisschen Level. Und wir haben immerhin für die letzte Aufgabe einen Fähigkeitspunkt bekommen. So, jetzt habe ich mal gucken, wo die Kiste ist. Oh, Feinde. du hast mich nicht gesehen, mein Freund. Zweifel doch. Ja, wenn wir schon mal kriege ich noch so gerade down. Und das ging alles in einer scheiß Kiste, weißt du, ich will diese Kiste haben. Da sind ein paar Feinde. Naja, alles gut, nicht mehr lange. Oh, das ist dein Ende. Ja, alles gut. So, und ich muss jetzt gerade mal wissen, wo diese Kiste versteckt ist. Ist sie irgendwo im Haus oder ist die... Steht die hier rum? Die ist tatsächlich in einem Haus. Sie ist da oben. Wenn ich es richtig zumindest gesehen habe. Komm ich jetzt irgendwie hoch, rein? Ich würde zumindest mal gerne reingucken, was wir so da haben. Irgendwo muss man doch da reinkommen, oder nicht? Die ist da. Warum müsst ihr solche Dinge immer so arg verstecken? Aber ja, gut. In der nächsten Folge machen wir dann vielleicht diese nächste Mission. Schwer Feinde. Ich mach doch noch was zur Aufgabe, komm. Ah, leck mich doch am Arsch. Komm, wir holen uns die Jungs noch. Gar nichts gemacht. Na, das ist die Aufgabe. Zumindest mal das gemacht. So, eigentlich sollte ich jetzt gucken, wo diese Kiste ist. Die muss irgendwo da oben sein, wieder mal. Sorry. Aber ich kann ja hier hochrennen, ne? Oder. Die ist da irgendwo rechts. Aha. Frage ist, komme ich diesmal in das Haus oder steht die da irgendwo? Ich muss ja dahinter stehen und jetzt sehe ich das gerade falsch. Aber wir nehmen einfach das, den Eingang hier. Und dann steht diese Kiste nämlich hier. So, dann ist jetzt tatsächlich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate und dann geht's weiter mit der, vielleicht schon der Mission. Bis dahin und tschüss.